Ja, hallo zusammen. Heute ist mein Thema Pashmina für den Frühling. Dieses Aprilwetter, was wir gerade haben, da kann jeder so einen ganz weichen, leichten Pashmina mitnehmen. Und wenn es zu warm wird, kann man den in die Tasche stecken. Und wenn es einfach kalt ist und hagelt oder schneit, dann wickelt man sich diesen Pashmina einfach rum und ist ganz schön warm angezogen. Also ich habe jetzt gerade einen an in diesem schönen hellen Türkis mit diesen lustigen grünen Fransen dran. Das ist mein erstes Modell. Dann gibt es eine tolle Neonfarbe in diesem, ja, Grün. Dann habe ich im Missoni-Style einen ganz tollen Pashmina mit diesen fröhlichen, frischen Farben, aber auch Nichtfarben drinnen. Dann gibt es einen tollen, hell lilafarbenen, finde ich auch wunderschön. Gerade jetzt zu meinem Dunkelblau würde der super auch passen, aber auch zu vielen anderen Farben. Dann gibt es für die Orange-Fans einen sehr schönen mit diesen pinkfarbenen Fransen auf der Seite. Ist auch mit vielen Farben kombinierbar. Dann gibt es was mit Muster. Den finde ich auch toll. Mit diesem Druck drauf. Also einfach ausgefallen und tolle Farbkombination. Wer es gerne Uni möchte, gibt es auch ein schönes, dunkleres Türkis. Ist toll mit Weiß zum Beispiel, aber auch mit Schwarz. Eine super schöne Farbe, die man zu vielem anziehen kann. Jetzt kommt wieder was Buntes. Finde ich auch sehr schön. Das ist jetzt Pink mit Lila und ein bisschen Türkis und Blau. Also für die kühlen Typen, die gern kühle Farben mögen, ist das auch ein tolles Tuch. Für die Pink-Fans natürlich einen in so einem schönen, ganz Musenpink mit diesen orangen Fransen auf der Seite. Auch sehr dekorativ zu vielen Farben. Jetzt kommt was für die Fraktion, die gerne Nichtfarben hat, aber trotzdem soll was los sein in dem Schal. Und ich glaube, das ist hier gelungen. Ist wunderschön mit diesem ganz hellen Blau und dem Grau und dem Beige und dem Cremefarben. Wunderschöne Farbkombination. Natürlich gibt es auch ganz unifarbene. Hier zum Beispiel meinen sehr schönen in Hellgrau. Also ganz pur, nichts dran. Oder einen cremefarbenen habe ich natürlich auch. Wer gerne so ganz pur sein möchte. Dann habe ich noch mal was für die Pink-Fraktion. Süßer Streifen mit dem Beige, ein bisschen abgemildertes Pink. Auch eine schöne Geschichte, finde ich. Unten hat es dann noch mal eine Borte unten dran mit ein bisschen anderen Farben. Also ganz süß gemacht. Und jetzt kommt so die richtige Pink-Fraktion. Hier einmal richtig pink, wer es kräftig möchte. Oder sogar auch ein Neonpink. Jetzt für den Sommer auch ganz toll. Hier gibt es nochmal im Missoni-Style, auch mit diesen Pinktönen und Türkis drinnen. Bisschen lebendiger, auch so ein Taubton drinnen mit den Fransen auf der Seite. Auch sehr schön. Natürlich gibt es auch für die Leute, die ganz pur sein wollen, einen schwarzen. Logisch, ja. Also den kann man eben auch in jede Tasche stecken, in Flieger mitnehmen oder wie gesagt, wenn es graupelt draußen, einfach auch mal aufsetzen als Kopftuch. Was ich auch noch habe, was ich sehr schön finde, sind diese Dreieckstücher, die sind jetzt von Herzensangelegenheiten. Die haben wir gerade ausgepackt. Und da sind jetzt zum Beispiel Lederfransen dran.
kann man auch schön klein machen und in die Tasche stecken. Ist halt jetzt ein bisschen mehr wie ein Pashmina, schon ein richtiges Fransentuch. Also auch süß gemacht. Über jedes Kleid, über eine Jeans mit einer weißen Bluse, macht es richtig was her. Sowas gibt es auch ganz pur. Wer lieber keine Farbe möchte, kriegt dieses Creme mit den weißen Fransen unten dran. Ist auch ein wunderschönes Tuch. Und dann habe ich noch eins mit bunten Fransen in Weiß. Und einfach diese fröhlichen Farben jetzt für den Sommer als Franse unten dran. Und last but not least gibt es, heuer ist ja Häkel, auch ein Riesenthema, habe ich hier in diesem wunderschönen Puderton noch einen Häkelponcho. Auch super schön. Ja, das ist jetzt so meine Auswahl von meinen Schals, die wirklich jetzt auch, finde ich, gut zu gebrauchen sind, wenn man eben rausgeht und es wird plötzlich kühl oder es wird warm, dann steckt man sie schnell weg. Also ich finde, sowas muss man immer in der Tasche haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt oder uns eine DM schreibt. Ihr könnt auch anrufen. Wir schicken auch zu, wenn ihr möchtet. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Jutta. Ciao, ciao.